Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Ich habe vor kurzem einen neuen Server gefunden. Und zwar von dem YouTuber Herr Bergmann. Kennt ihr bestimmt einige von euch, nicht alle. Und zwar habe ich mir diesen Server mal gedacht und wir probieren einfach mal die neuesten Sachen hier aus. Was es denn hier so alles gibt. So, wir haben Flash, wir haben Jumpy Jump, wir haben Beta. Momentan, Coming Soon und Bad Wars Duel. Wir gehen erstmal zu Jump in Jump. Whiting, 50 von 50. Ja, das ist natürlich super. Wir haben hier natürlich ganz viele... GLP ist da. Wir haben natürlich hier ganz viele Spieler hier. GLP, Herr Bergmann ist da und... Takeishi, wer hier heißt. Ja, gut. Ich möchte jetzt hier gern... Null, nix. Also, ach, guck, ich glaube, man muss auf die Schilder klicken, richtig? Der Server ist voll, kauft ihr Premium. Ha, hat ja super geklappt. So, Beta, was ist Beta? Oder, wir gehen... Warte. Schreibe hier dann Feedback herein, wir gehen hier das Buch. Nein. Flash, was ist Flash? So, wir gehen da rein. Okay. 7. Ich guck mir das hier erstmal nur an. Es wird vielleicht ein kurzes Video. Das sieht doch mal interessant aus. Was ist denn Flash, bitte? Zum Teufel. Ja. So, jetzt möchte ich Map Herbst. Wow! Okay. Verstehe. Nochmal. Oh Mann, ey. Tut mir leid. Habe ich jetzt nichts gesehen. Okay. Oh mein Gott, das ist zu schlimm. Das ist viel zu schlimm. Wow. Da komme ich nicht rauf. Ich muss doch da irgendwie raufkommen. Momentan ist der Server voll, der hat 600 Slots, aber gut. Oh nein, aber ich verstehe das natürlich auch, wenn hier so einige YouTuber draußen sind, ist der Server natürlich koppelvoll. Und... Mann. Das ist schwierig. Schwierig, ist nicht einfach. Hops. Ich hab doch Leertaste gedrückt. Hört man doch. Egal, wir haben noch Versuche. Ich glaube, ich bin der einzigste, der hier ist. Was haben wir da eigentlich für ein rotes Teil da? Instant-Tod, Rechtsklick. Ach. Okay, verstehe. Da kann ich die Zeit verkürzen. Das ist sehr geil. Sehr geil. Das ist schwierig. Mann. Mann! Das geht einfach nicht. Das ist. Ich bin nicht gerade der beste Jumper, von daher. Mann, jetzt. Also bitte, jetzt irgendwie. Wie soll ich denn da raufkommen? Ja, wie? Okay. Wartet. Ich weiß nicht. Der nimmt die Leertaste nicht an. Okay. Gibt's sowas wie Hub oder sowas? Also fürs Austesten, ja gut, das ist ziemlich interessant. Also, Flash, interessant, ja. Beta, was ist Beta? Was ist denn bitte Beta? So, Loading. Whiting, Trails, nur von 3 von 24, aber der ist Running.
0 von 24, 1 von 24, ja. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Du auch? Die gucken einfach mal rein, die haben ja Zeit. Oh! Okay, also ich kenne die ganzen Spielmodis hier noch nicht. Ich möchte die einfach mal so vorstellen in diesem Video und ein bisschen drumherum blabbeln. Ja, ihr habt ja eben auch gesehen schon, es ist verdammt viele Leute hier auf dem Server, aber es ist normal hier teilweise. Der Server ist auf 600 Slots begrenzt, die Serveradresse ist unter einem Video von Bergmann oder DLP oder so, keine Ahnung. Und ja. Warten auf weitere Spiele. Ja, Spieler, ja, wow, wenn keiner kommt, dann überspringen wir dann. Mindestens Spieler, 5 von 24, mindestens 8. Mindestens 8 Spieler oder was? 5 Spieler, ja gut, dann können wir nochmal kurz warten. Ja, puh, mal gucken. So. Also generell habe ich einen interessanten Eindruck von diesem Server. Er ist verdammt anders, nicht so wie die anderen Server. Der ist verdammt neu. Das ist einer, das andere ist, es ist viel los, es sind einfach ganz andere Spielmodis, also es ist nicht sowas wie Bad Wars, na gut, Bad Wars schon, aber das ist schon Bad Wars, aber sowas wie Pyrocraft oder sowas, ist nicht, ist hier nicht, da ist sowas, solche kleinen Minigames sind da, ich habe auch gehört, dass da irgendwie ein Kino oder sowas im Bau ist und so, aber da möchte ich gar nicht rumsabbeln, das ist ja nicht mein Server, von daher, ja, wir schauen uns den mal an. 6 von 24, 7 von 24, na, kommt noch einer? Pankoto. Ja, das ist natürlich super. 60 Sekunden. Hm. 50 Sekunden. Jetzt eigentlich auch 8 von 24. 40 Sekunden, Mensch, wann geht's los? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder so ein kleiner Mini-Game-Spielmodi ist. 30 Sekunden. Mann, wann geht's endlich los? Ich kann's kaum glauben. Guck mal, wie ist der? Oh. Könnt ihr nicht, ne? So. Oh, warte mal, weiter schon. Ganz ehrlich. Nochmal 60 Sekunden, du, das, können wir mal gucken hier, Coming Soon, Bad Wars Duell, Spawn. Wir schauen einfach mal beim Bad Wars, oh mein Gott, Bad Wars Duell, das sieht schlimm aus. Das sieht schlimm aus, mal. 2 von 16 sieht interessant aus, 4 von 16, für 4 von 16 sollte ich, guck nochmal. Weil so viel Lust zum Warten habe ich auch wieder nicht. Erdmannhummel. Auch interessant, ne? Alles loading. Hier ist nix frei. Kann man auch Lobby wechseln. Interessant. Lobby 1, Lobby 2, Lobby 3, Lobby 4. Wir sind jetzt. Welche Lobby sind wir jetzt? Bergwerk. Nee, Lobby 3 sind wir. Gehe ich aber mal in Lobby 1. Du kannst diese Lobby nicht wählen, weil dort zu viele Spieler online sind. What? Sowas gibt's. Ja. Ja, das war das Ding. Nein. Mensch. Premium Lobby ja auch schon. 9 von 16, das ist gut. Komm, dann gehen wir mal hier rein. Also ich muss sagen, interessante Map-Gestaltung. Also sehr interessant. Huch. Jetzt häng ich hier im Spinnweben fest. Spieler 14 von 16. Okay, also schön gehalten. So ein Design habe ich lange nicht mehr gesehen. Ganz ehrlich, ich kenne ja das Design vom Hive-Server, von Mineplex-Server und so weiter und so fort. Aber das ist hier dann wieder so ein kleiner Unterschied bei diesem Server, ne? Und der hat einen Palace-Game-Nachmacher. Kommt der nicht ran? Nee. Hm. 16
von 16. So, jetzt bitte. Kann losgehen. Ach so. Ja, wo? Dann nehme ich Team Rot. Gut, dass wir in einem Team sind. 13 Spieler, 3 Spieler sind wir, na, ist nicht viel. War beim Dustin Caesar, ist, dass man dann, wenn man kein Team ausgewählt hat, dass man dann einfach rausgeht. So, Luxusvilla, ja, sieht interessant aus. Genau, ich dachte auch mal bitte. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, alles auf einem Villager natürlich geballert. Naja, gut, müssen wir uns... Ja, super. Gut, dass das hier nicht so ganz angezeigt wird. Ach du Scheiße. Achso, kaufen, Linksklick. Ja, Lederkappe, interessant. Interessante Geräusche. Machen wir hier noch was? Mhm. Da sieht man hier 8. Ach, da sieht man ja, genau, da sieht man wie viele... Ach so, und hier sieht man, was man so alles kaufen kann. Die Grauen sind nicht zu kaufen und so. Ah, okay, verstehe. Ja, kann ich mir eigentlich ein paar Blöcke holen? Ach, guck mal, wir haben schon rübergegraben. So, ist besser als die letzte Bad Bros Runde. Ich kann mal gucken. Ah, ich glaube, da muss ich noch mal was gucken. Ich muss gucken. Es soll so sein, dass man sich von hier aus zur gegnerischen Block dahinter teleportieren kann. Man kann sich mit Hilfe eines Teleporters genau auf dieser anderen Insel, da kann man sich rüber teleportieren. 6 werden dazu nicht reichen, das ist mir klar. Mal sagen. Map bei True Cave. Ja, super. Werde ich einfach mal sagen, dass ich hier einfach kurz ein bisschen warte. Nein, Rüstung wollte ich nicht. Shit. Blöcke. Mal, was ist denn das? Glatter. Achso. Hä? Ist doch beides. Na gut. Gibt's hier einfach mal einen Doppelpack. Einfach mal 8 Stück. Hier. Also der Server ist eigentlich nur voll. Ich bin ja den ganzen Tag über nicht raufgekommen. Oh, 18 Minuten. 18 Minuten. Danke. Guck mal, hier sind die wenigstens nett. Dann kann ich ja gleich mal hier so eine kleine Wand bauen. Ja gut, ich baue da weiter. Ja, ist ja gut. Mensch, bin ich auch. Also man kann sich da irgendwie rüber teleportieren. Ich weiß nicht, ob man eine Enderperle braucht oder so. Ich glaube, ja. Ich glaube, man braucht da irgendwas, um sich darüber zu teleportieren. Aber es geht einfach so. Ich will es wenigstens mal testen, wie das geht. Es ist dann wiederum so ein anderer Spielen-Modi, ne? So, und keine Blöcke mehr. Das sieht ja seltsam aus. Wie? So, war ein ziemlich weiter Weg bis dahin. Aber das ist nicht ganz so einfach. Also, was haben wir hier? Smaragd. Nix. Keine... Oh! Bin ich ja fast runtergefallen. Ja, gut. Ich muss mich hier auch erstmal dran gewöhnen. Es ist vollkommen neu, auch mit dem Villager hier. Yep. Man sieht, wann es grün wird. Man muss aber nicht drauf achten. Ah, habe ich jetzt 4 Stück oder so, ne? Man muss aber nicht drauf achten. Also, ich finde es geil. Ist aber mal was ganz Neues. So. Ja, gucken, das hat er ja schön hier zusammengebaut. Wie viele sind wir denn jetzt hier? Oha. Wir sind schon so einige, na, aber Team Grünes, das sind auch nicht wenige hier. Hallo. Ja, ist ja putzig, ne? Ja. Tschüss. Trottel. So, okay. Habt ihr noch hier was? Ach du Scheiße. Was? Von wem? Chill. Muss ich... Ich glaube, unser Team Rot ist... weg. So, hier doch mal, bitte. Hallöchen. Ah, okay, los geht's. Wir sind noch nicht alle. Unser Respawn-Block ist Schrott, aber wir sind noch nicht alle. Die sich da auch einfach so vorhin versteckt haben. Okay, wir teleportieren uns jetzt dahin. Ich habe keine Blöcke mehr. Oh shit, das geht weit. Das geht natürlich nicht. Das haben sie schön gedacht, ja. Ich muss mal Blöcke holen, Leute.
Oh, gar krass. Ich find's krass. Hey. Wir brauchen Blöcke. Zumal sind meine. So, wollte gerade sagen. Der Teleporter ist wieder freigeschaltet. Welcher Teleporter? Warum? Bist? Okay, muss ich nicht verstehen. So, ja. Juha. Ja, genau. 5 Minuten überleben. Was? Was stand da? Mensch. Hey! Wir haben ja wieder unseren Block hier. Und ich möchte Wir sollten uns abhauen. Wir sollten abhauen. Ich möchte da jetzt den Respawn-Block zerstören. Es geht nur mit einer Spitzhacke. Also kaputt geht hier nichts. Der Team Grün. Das war toll. Super. Super. Ja. Gut, so sieht die Runde aus. Interessant. Ich möchte jetzt zum Hub. Hab. So, oha, das ist aber hier immer noch zu viele Spieler. Man sieht hier, das sind verdammt viele. Ich klicke immer darauf. Spieler verstecken Anzeigen. Teleporter. Jumpy Jump können wir noch mal kurz versuchen. 50 von 50, das ist. Ich glaube, ich weiß, warum das ist. Ja, tut mir leid. Ey, der ist. Sag mal. Wir haben es geschafft. Glaube ich doch. Ich glaube, ich weiß, warum das hier so voll ist. Oh. What? Ach so, ja, okay, verstehe. Warte. Dann losgehen. So, wo ist. Da hinten ist die Tabelle. Ja. Warteschlange. Es ist einfach. Ich verstehe, warum die Slots nur auf 600 gemacht haben. So, ich mache das jetzt aber. So, der It's Beast ist da. Jumpy Jump. Ich bin überhaupt nicht gut im Jump'n'Run. Aber versuchen können wir es auf jeden Fall. Mann! Oh Gott, ich muss mir erstmal einspielen. Lasst mir Zeit, ja. Oh Gott! Ich bin überhaupt nicht gut im Jump'n'Run, das muss ich schon mal zugeben. Sag mal. Ist aber gut. Okay, ich würde sagen, durchspringen. Nein. Ja gut, mit durchspringen geht das schon mal. Oh Gott, da war man jetzt. Da muss man durchspringen. Das ist schwierig. Ich sag nicht, dass das einfach ist. Also, wer jetzt schreibt, Daumen runter oder so. Versuch's doch mal selber. Das ist einer, ich glaube, der schwierigsten Maps. Das ist eine der schwierigsten Maps, die ich mir jetzt natürlich hier ausgesucht habe. Und ich schaffe diesen Einsprung nicht. Nie. Interessant aber, wie es aussieht. Na, was? Ja, ist gut, ne? Ja, gut. Dankeschön. Ne? So. Ja, ich glaube, ich habe immer noch nicht gesagt, warum der Server vielleicht so voll ist. Wahrscheinlich ist hier bei Jumpy Jump irgendwie sind die YouTuber hier GLP und so. Kann sehr gut sein, deshalb ist auch alles hier gesperrt eigentlich. Ja gut, würde ich sagen, wenn wir wieder zurück Schnellbeitritt. Interessant. Das ist ein Schnellbeitritt? Okay. Trexon. Ja, man muss darauf springen. Wie soll ich denn das schaffen? Ach so, man muss daneben springen. Ist aber gut. Okay. Nicht aufheben. Oh Gott. Das ist nicht einfach.
Sag mal. Also wer hier durchjumpen muss, der hat einen. Der hat einen Knall. Mist. Ich glaube, ich habe den Trick hier beim Anfang rausgefunden. Hier muss man auch durchspringen, das geht sonst nicht. Nein! Mann! Das kann nicht sein. Ich kriege hier die Krise. Oh Mann! Lass mir einen Augenblick Zeit. Mann, jetzt ist er nicht gesprungen wegen meiner Half-Step. Ich müsste hier eigentlich. Ich muss da durchspringen. Ach, Mann. Okay. Shit. Ja, da hätte ich eigentlich weiterspringen müssen. Shit, ich komme da nicht oben an. Doch. Nein, oh Mann. Also langsam kapiere ich das hier. Übung macht den Meister. Der ich es jetzt hier gerade zum ersten Mal mache, mach. Ach Mann, jetzt ist er wieder. Okay. Mist! Aber ich finde es vorteilhaft, dass es hier solche Schnellklicks gibt, wo man nicht auf die Schilder warten muss oder so, wo man einfach irgendeinen zugeteilt wird. Das finde ich nice. Nein, genau der. Wow. Nein. Mann. Jetzt ist er wieder nicht gesprungen. Also Jump'n'Runs war noch nie so meine Stärke. Da müsste ich tatsächlich tagtäglich so ein bisschen so Jump'n'Runs hier üben. Auf diesem Server am besten. Damit man. Ja, ich bin jetzt unten. Ja, meine. Die Punkte. Ah, jetzt bin ich wieder oben mit den Punkten. Rechts ist so eine Punkteanzeige. Ich müsste doch hier raus. What? Oh Mann, das kann doch nicht sein. Willst du mich vollkommen verarschen? Okay. Ja, genau. So, jetzt aber. Also, was ist das Herausfordern? Gruppenkampf deaktiviert. Ich wollte jetzt eigentlich nicht. Nein, tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht nur mehr. So, ja, das ist der Bergwerk Lab Server. Wir können uns hier nochmal am Spawn durchschauen. So, hier sind jetzt alle eingefroren, oder wie? Wir können uns hier natürlich so ein bisschen noch umschauen. Hier kommt nämlich noch ein bisschen mehr. Also, ja, hier kommt dann das spätere Kino, habe ich gehört. Habe ich sogar teilweise gesehen. Ja, also, ich hoffe, ich habe da einigermaßen interessanten Eindruck bekommen. Ich werde den Server, wenn, ich weiß nicht, ist das, ich werde den Server einfach in der Videobeschreibung, die Serveradresse reinschreiben, damit ihr da auch vielleicht drauf joinen könnt. Natürlich am besten nur nachts oder morgens oder, na, niemals zur Mittags- oder zur Nachmittagszeit. Nämlich sonst hat man ein Problem. Na? Sonst hat man eigentlich ein relativ großes Problem. Man hat hier verdammt viele Spieler. Das sind ungefähr um die Lobby 2, Lobby 1, Lobby 2, Lobby 3. Lobby 4 komme ich rauf. Also es sind hier um die 600 Spieler ungefähr. Interessant. Interessant. So. Ja. Es sieht aber auch wirklich so, ich finde, es sieht ziemlich krass aus, so.
von der Gestaltung hier vom Server. Also eine gute Eingangslobby hat es, also hier so eine gute, ein guter Spawnplatz hat eigentlich immer jeder mit seinen Brücken, mit diesen Abgangsbrücken hat auch eigentlich jeder Server. Das ist eigentlich immer noch stinknormal. Das hätten die vielleicht sogar anders machen können. Das hätte ich mir sogar gewünscht, dass das vielleicht sogar da ein bisschen anders wäre. Aber ansonsten gefällt mir das hier. Also ich würde hier glatt wohnen. Ich würde hier glatt gerne wohnen. Und hier gibt es, ja, was ich gut finde, sind hier diese ganz kleinen Übergänge. Sonst hat man immer diese Übergänge zu diesen einzelnen Toren, dann kann man da rein und so. Hier sind dann solche kleinen Inseln hier, wo es dann nichts gibt. Und wir sind das da. Das ist nicht Bergmann, das ist die Frau, glaube ich, die, keine Ahnung, wie die heißt. Ich, keine Ahnung, frag mich nicht. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einen einigermaßen okay, guten Eindruck. Mir gefällt der Server sehr, obwohl das mit den Slots und das mit den Schildern, da müssen wir noch dran feilen, das ist noch viel zu wenig da. Die haben das, ich glaube, die haben den Server viel zu früh eröffnet. Der sollte eigentlich später, glaube ich. Ich hätte ihn eigentlich später eröffnet, mit mehr Slots, mit mehr an Schildern, mit mehr an Bed Wars Runden und so weiter und so fort. Aber das reicht's auch fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.